Die Kinder sollen sagen, was Menschen von Computern unterscheidet. Er ist nicht menschlich. Er hat Knöpfe und ein Mensch hat keine Knöpfe. Aber du hast doch auch Knöpfe an deinem Hemd, wendet die Lehrerin ein. Können Computer denken? Die Kinder meinen, nein. Computer sind nicht wie andere Maschinen. Sie haben etwas Geistartiges. Sie sind mehr als eine bloße Rechenhilfe. Aber sind sie wirklich denkende Maschinen? Schon in den 50er Jahren wurde hitzig diskutiert, ob die Elektronengehirne einmal ähnliche geistige Fähigkeiten haben würden wie Menschen. In Fernsehshows mussten die führenden Computerwissenschaftler Rede und Antwort stehen. Hier der Begründer der Kybernetik, Jerome Wiesner. Können Maschinen denken? Wenn Sie mich das vor ein paar Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, das ist sehr weit hergeholt. Aber in 4 oder 5 Jahren werde ich wahrscheinlich sagen, jawohl, sie denken. Mit diesem Optimismus wurden die ersten Computerprogramme entwickelt, die gegen einen Menschen Dame spielen konnten. Sozusagen die Vorläufer der heutigen Schachcomputer. Während die meisten Wissenschaftler damals in den Computern noch reine Zahlenfresser sahen, dachte eine kleine Gruppe, dass dem Digitalrechner eine viel größere Zukunft bevorstand. Eine Allzweckmaschine, programmierbar für Aufgaben, die bei Menschen Intelligenz verlangen. Spiele wie Dame und Schach zu spielen und logische Probleme zu lösen. Diese Disziplin wurde unter dem Namen Künstliche Intelligenz, kurz KI, bekannt. Zu ihrem Mekka wurde das Massachusetts Institute of Technology, das MIT, in Cambridge bei Boston. Marvin Minsky und John McCarthy gründeten dort im Jahre 1958 das berühmte KI-Seminar und zogen eine Reihe hervorragender Studenten an. Einer der ersten, Jim Slagle, kam auf die Idee, dem Computer das Lösen von Integralen beizubringen. Slagle wählte dazu Aufgaben, wie sie Mathematikstudenten im ersten Semester lösen müssen. Der Computer erhielt etwa 100 Integrationsregeln, die er systematisch durchprobierte. Auf diese Weise sollte er möglichst einfache Lösungen finden. Das Ergebnis war verblüffend. Das Gerät bekam eine 1 im MIT-Examen. Es war so gut wie ein durchschnittlicher Student oder sogar etwas besser. Kaum 10 Jahre waren seit den ersten Großcomputern vergangen und aus den Rechenungetümen waren Maschinen geworden, die komplizierte, logische Aufgaben lösen konnten. Diese schnellen Erfolge lösten eine regelrechte Euphorie in der künstlichen Intelligenzforschung aus. Man glaubte ganz kurz vor der Entschlüsselung des menschlichen Geistes zu stehen. Intelligentes Denken ist eine geheimnisvolle Tätigkeit. Seine physische Grundlage ist das Gehirn, das ist klar. Aber wie kommt man dem Geist auf die Schliche? Die Philosophen versuchen das schon seit Jahrtausenden. Keep imagining. In der Fantasie können wir Dinge so behandeln, als ob sie real wären. Diese Kinder sollen sich vorstellen, ihre Schule befände sich auf dem Mond. Sie haben eine ganz realistische Welt vor Augen, mit Mondhäusern, Mondstraßen, einer Mondschule. What kind of a house would you live in there? Ideen können sowohl die Repräsentationen der realen, durch unsere Sinne gegebenen Welt sein, als auch Vorstellungen von Welten, die wir niemals gesehen haben. Auch ein Computer kann wirkliche und unwirkliche Welten heraufbeschwören, wie diese Computergrafik. Und die KI-Pioniere dachten, wenn ein Gehirn einen Geist haben kann, warum dann nicht auch ein Computer? Dass die Hardware des digitalen Computers mit seinen Elektronenröhren sich völlig vom Gehirn und seinen Neuronen unterschied, war für sie irrelevant. Ihnen ging es um die reinen Gedanken. Was der Geist für das Gehirn ist, sollte für ihre Computer die Software sein. Die Natur blind zu imitieren, ist nicht immer die richtige Methode. Die Versuche, mit Flugmaschinen Vögel nachzuahmen, erwiesen sich als hoffnungsloses Unterfangen.
Erst als man die Biologie ignorierte, konnte man fliegende Maschinen bauen. Genauso wollten die KI-Forscher das Denken unter Umgehung der Biologie auf Computern simulieren. So wie ein modernes Flugzeug nicht mit den Flügeln schlägt, sollten die denkenden Maschinen nicht die Struktur des Gehirns imitieren. In den frühen 60er Jahren arbeitete am MIT ein junger Philosoph, Hubert Dreyfus. Er war einer der wenigen Geisteswissenschaftler in einer naturwissenschaftlich dominierten Institution. Seine Studenten, die an vorderster Front in der KI-Forschung arbeiteten, versuchten ihn zu überzeugen, dass die Tage der Philosophie gezählt werden. Die Studenten kamen in meine Seminare über Heidegger und Wittgenstein und sagten, ihr Philosophen habt 2000 Jahre Zeit gehabt und nicht viel herausbekommen. Aber wir fangen an zu verstehen, wie Wahrnehmung, Intelligenz, Vernunft und so weiter funktionieren. Wir haben die Führung übernommen. Ich war platt. Ich hatte noch nie etwas davon gehört. Aber die Arroganz der Naturwissenschaftler war ein bisschen verfrüht. Die MIT-Wissenschaftler wollten, dass ihr Computer sich mit der Welt austauscht. Also bauten sie ihm einen Greifer als Hand und eine Fernsehkamera als Auge. Seine Aufgabe war ein Kinderspiel, Bauklötze stapeln. Aber schon das Erkennen von Klötzen oder Schachteln machte Probleme. Wenn man die Schachtel so dreht, hat sie eine andere Form. Man sieht nie dasselbe Ding zweimal. Manchmal gibt es Schatten, mal ist es heller oder dunkler, es ist etwas drauf geschrieben. Was uns so einfach erscheint, ist in Wirklichkeit sehr kompliziert. Aber das Programm hatte nicht nur Probleme, die Klötze zu erkennen. Ihm fehlte auch das grundlegende Wissen darüber, was mit Klötzen passiert, wenn man sie loslässt. Als der Roboter einen Turm bauen sollte, fing er mit der Spitze an. Er hatte noch nie etwas von Schwerkraft gehört. Was jedes zweijährige Kind intuitiv weiß, musste dem Computer erst in jahrelanger Arbeit beigebracht werden. Auf der anderen Seite des großen Teichs an der Universität von Edinburgh gingen die Dinge auch nicht schneller voran. Dieser Film aus dem Jahre 1971 zeigt, wie widerspenstig einige der Probleme waren. Die Welt des Computers Freddy bestand nur aus dieser runden Scheibe und den Objekten drauf. Jetzt soll Freddy eine Tasse erkennen. So sieht das erste Computerbild aus. Mühsam muss der Rechner die Gestalt der Tasse von dem unregelmäßigen Schatten trennen. Und schließlich kommt die Antwort heraus, nach 10 Minuten Rechenarbeit. Es ist eine Tasse. 10 Minuten für einen Vorgang, der schon bei einem Kleinkind in Augenblicken abläuft. Noch schwieriger ist es, Sehen und Fortbewegung zu koordinieren. In den frühen 70er Jahren sollte dieser Roboter lernen, Hindernissen auszuweichen. Jeder Blitz repräsentiert 15 Minuten Bedenkzeit, in der die Computer der Stanford University auf Hochtouren arbeiteten. Der Roboter brauchte 5 Stunden für eine Strecke von 30 Metern. Die KI-Forscher mussten vor diesen Problemen erst einmal kapitulieren. Sie begannen mit der Suche nach einem körperlosen Geist, der keine Augen oder Hände braucht. 1950 hatte der britische Computerpionier Alan Turing einen Test vorgeschlagen, den eine Maschine bestehen sollte, bevor man sie wirklich als intelligent bezeichnen könnte. Und so läuft der Turing-Test ab. Sie sitzen in einem Raum und kommunizieren über einen Bildschirm mit einer Einheit, die sich in einem anderen Raum befindet. Das kann eine Person sein, aber auch ein Computerprogramm. Durch Fragen und Antworten müssen Sie entscheiden, ob Sie mit einem Menschen oder mit einer Maschine sprechen. Um den Test zu bestehen, muss diese Einheit weder Augen noch Gliedmaßen, ja überhaupt keinen Körper haben. Sie muss nur die Sprache intelligent benutzen können. Eines der ersten Programme, das diesem Kriterium ansatzweise genügen sollte, war ELISA. Ein Programm von Josef Weizenbaum, das einen Psychotherapeuten simulierte. Ein Beispieldialog. Guten Tag, bitte erzählen Sie mir von Ihrem Problem. Die Frauen sind alle gleich. In welcher Weise? Sie gehen uns immer irgendwie auf die Nerven. Fällt Ihnen ein bestimmtes Beispiel ein? Obwohl ELISA die Sätze zu verstehen scheint, basiert das Programm in Wirklichkeit nur auf einer Reihe von Tricks. ELISA versteht nichts von der Bedeutung der Wörter. Oft beantwortet es einen Satz einfach mit einer Gegenfrage. Meine Freundin hat mich hergeschickt. Ihre Freundin hat Sie hergeschickt? Das Programm ist abgerichtet auf wichtige Worte wie Mutter, Vater oder Traum. Dann antwortet es insistierender.
Sie und meine Mutter halten viel von Therapie. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Familie. Und wenn man das einmal gemerkt hat, kann man Eliza leichter reinlegen. Ich glaube, die Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Familie. So ein Programm konnte natürlich nicht den Turing-Test bestehen. Von intelligentem Sprachgebrauch konnte hier keine Rede sein. Eliza war nur ein spielerischer Ausflug in ein schwieriges Forschungsgebiet. Denn es stellte sich heraus, dass die menschliche Fähigkeit, gesprochene oder geschriebene Sätze zu verstehen, erheblich komplexer ist als das Lösen von Integralen. Nehmen wir einen alltäglichen Satz wie Mary sah das Fahrrad im Fenster des Geschäfts, sie wollte es haben. Das Wort S könnte sich auf das Fahrrad, das Fenster oder das Geschäft beziehen. Und das hängt weniger von der Grammatik ab, als von der Kenntnis, was Menschen haben wollen und was nicht. Wenn ich sagen würde, sie sah das Fahrrad im Fenster des Geschäfts, sie sah es sehnsüchtig an und drückte ihre Nase dagegen, dann bezieht sich das dagegen wahrscheinlich auf das Fenster und nicht auf das Fahrrad. Jetzt braucht man die Kenntnis der menschlichen Anatomie und die Tatsache, dass Menschen den Dingen nahe sein wollen, die sie sich wünschen, auch wenn sie sie nicht haben können und so weiter. Mit solchen Mehrdeutigkeiten hatten die Forscher nicht gerechnet, als sie die ersten Übersetzungscomputer entwickelten. Etwa diesen 500.000 Dollar Superrechner, der Russisch ins Englische übersetzen sollte. Das war eine der ersten nicht-mathematischen Computeranwendungen und wurde großspurig angepriesen als eine Möglichkeit, die Russen im Kalten Krieg auf Schritt und Tritt zu überwachen. Fantastische Behauptungen über seine Fähigkeiten wurden aufgestellt. Mit einem modernen Computer müssen wir eigentlich etwa 1 bis 2 Millionen Worte pro Stunde schaffen. Mit diesem Tempo könnten wir den gesamten Output der Sowjetunion mit einem Aufwand von ein paar Stunden pro Woche verarbeiten. In 5 Jahren wollten die Forscher soweit sein und den menschlichen Übersetzern wurden schlechte Zeiten vorhergesagt. Sollten sie gar überflüssig werden? Ich glaube ja, was das wissenschaftlich-technische Material angeht. Aber die Übersetzer von Gedichten und Romanen werden wir wohl nicht einsparen können. Dieser Optimismus war wohl etwas verfrüht. Bis heute können Computer nicht einmal Sachtexte befriedigend übersetzen. Computern fehlt das Wissen, dass die Menschen auf der ganzen Welt teilen, auch wenn sie verschiedene Sprachen sprechen und in unterschiedlichen Kulturkreisen leben. Wissen darüber, was Menschen sind und wonach sie streben. Ihre Ziele und Überzeugungen, ihre Gefühle und Ängste. Bevor sie Sprachen übersetzen oder verstehen können, müssen Computer erst einmal all diese Dinge kennen. Wir sind so an den Gebrauch und das Verstehen von Sprache gewöhnt, dass wir uns der Schwierigkeit dieser Aufgabe nie bewusst geworden sind, bis der Computer kam. Die Sprache ist voll von Mehrdeutigkeiten. Was Worte bedeuten, hängt vom Zusammenhang ab. Wir mussten einsehen, dass die Sachen, die die Leute für schwierig halten, eigentlich leicht sind und umgekehrt. Wir konnten Integrale lösen mit ein paar hundert Programmzeilen, aber eine Sprache lernen, Gesichter erkennen, gehen, sich anziehen, all diese Dinge, die jedes Kind kann, können wir mit den Robotern von 1990 immer noch nicht tun. Die einst so vielversprechende Zukunft der künstlichen Intelligenz sah nun eher düster aus. 1972 schrieb Hubert Dreyfus sein kritisches Buch Was Computer nicht können, die Grenzen künstlicher Intelligenz. Im selben Jahr wurde in Großbritannien die Förderung von Projekten wie Freddy eingestellt, nachdem ein vernichtender Bericht des Mathematikers Sir James Lighthill erschienen war. In keinem Bereich hätten die Forscher ihre Versprechungen eingehalten. Aber die Leute um den KI-Papst Marvin Minsky gaben nicht auf. Sie konzentrierten sich auf lernende Maschinen und darauf, wie man Wissen in Computern repräsentiert. Mit diesem Wissen sollten die Rechner die Mehrdeutigkeiten der Sprache auflösen können. Ein Projekt hatte Erfolg. Terry Winograds Programm Schriddleloo konnte Sprache intelligent benutzen. Mit der Einschränkung, dass sein einziges Gesprächsthema eine Welt von simulierten Bauklötzen war. Hier lautet die Anweisung, finde den Klotz, der höher ist als der, den du hältst, und lege ihn in die Schachtel. In diesem Fall muss es eine Menge Dinge tun. Herausfinden, was mit der und ihn gemeint ist. Die Bedeutung hängt in der Umgangssprache vom Kontext ab. Das Programm antwortet, ich nehme an, mit ihn meinst du den Klotz, der höher ist als der, den ich halte. Es hat also aus mehreren Möglichkeiten die richtige ausgewählt, mit ein paar Erfahrungsregeln über den Gebrauch von Sprache. Ein beachtlicher Fortschritt. Aber die Leute außerhalb der KI-Gemeinde waren nicht sonderlich beeindruckt. Einige sagten den Tod der künstlichen Intelligenz voraus, ihr aber lebte weiter.
In den folgenden Jahren gab dieser Mann, Edward Feigenbaum, der Forschung neue Impulse. Er hatte erkannt, dass die Mikrowelten vielleicht nicht sehr groß waren, aber vielleicht groß genug, um von Nutzen zu sein. Er überlegte sich, dass die Intelligenz von Experten, etwa Wissenschaftlern, Ärzten und Ingenieuren, vielleicht genauso einfach zu formalisieren sei, wie die Welt der bunten Bauklötze. Feigenbaum begann mit dem Wissen, das Chemiker benutzen, wenn sie die Kurven eines Massenspektrographen lesen und sie in eine dreidimensionale Molekülstruktur übersetzen. Diese Regeln wurden in ein Programm namens Dendrel umgesetzt. Das Computerprogramm war jetzt ein Experte, wenn auch nur auf einem kleinen Teilgebiet der Chemie. Andere sogenannte Expertensysteme folgten, etwa dieses, das das Wissen von Geologen bei der Suche nach Rohstoffvorkommen simuliert. Alle möglichen Gebiete aus Medizin und Naturwissenschaften wurden so programmiert. Überall war der Wissensbereich tief, aber sehr eng umgrenzt. Erstaunlicherweise konnte der Computer mit diesem komplizierten Fachwissen sehr leicht umgehen. Es gab nur wenige Mehrdeutigkeiten und der Umfang war nicht sehr groß. Man brauchte nur einige hundert, maximal einige tausend Tatsachen und Regeln. Die menschlichen Experten reagierten oft schockiert, dass sich ihr Wissen so leicht zusammenfassen ließ. Aber ein menschlicher Experte weiß noch viele Dinge außerhalb seines Spezialgebietes. Ein Expertensystem dagegen ist jenseits seines Spezialwissens völlig hilflos. So you get a blood disease analysis program. Nehmen Sie ein Programm zur Analyse von Blutkrankheiten. Es kann entscheiden, welche Krankheit der Patient hat, auf der Basis objektiver Messungen, wie Blutdruck, rote und weiße Blutkörperchen und so weiter. Es kann zwischen verschiedenen Arten von Meningitis unterscheiden, viel besser als der Hausarzt, ganz toll. Aber wenn Sie es fragen, was sind Bakterien, dann hat es keine Ahnung. Oder was ist ein Patient? Oder wollen Menschen lieber leben oder sterben? Dann bricht es zusammen. Ein anderes Beispiel. Ich habe mal in Frankreich ein Expertensystem für Hautkrankheiten gesehen. Und aus Scherz haben wir ihm von meinem 1980er Chevrolet erzählt. Es fragte Sachen wie, hat er Flecken am Körper? Und wir sagten ja. Welche Farbe? Rot-braun. Wie alt ist der Patient? 10 Jahre. Und schließlich sagte es, das Kind hat Masern. Diese Beschränktheit von Expertensystemen ist verglichen worden mit der Geistesverfassung sogenannter Idiot Savant. David ist ein solcher Mensch, der auf einem kleinen Gebiet sehr begabt ist, aber ansonsten zurückgeblieben. What was the 17th of December 1974? It was a Tuesday. The 10th of June 1917. It was a Sunday. The 1st of March 2044. Es gibt noch gar keinen Kalender für dieses Jahr, aber die Antwort stimmt. Can you tell me what 8 add on 7 is? If you take 8 and add 7 to it. It'll make 14. 8 and 7 is 14. It is. Okay, it's not, you don't think it's 15. Außerhalb seines Spezialgebiets ist David völlig hilflos. Er kann nicht einmal richtig addieren. Die allgemeine menschliche Intelligenz dagegen schafft ein breites Modell der Welt. Um das auf einem Computer zu simulieren, müssen wir nicht Experten studieren, sondern Kinder, die über ein breites, aber diffuses Wissen verfügen. Sprachforscher versuchten, Computern beizubringen, einfache Geschichten zu verstehen. Geschichten wie diese. Jack hatte Geburtstag. Jane und Janet besuchten Jack. Schenken wir ihm einen Drachen, sagte Jane. Nein, er hat schon einen, sagte Janet. Er wird ihn dir zurückgeben. Konnte ein Computer diese Geschichte verstehen und Fragen nach ihrer Bedeutung beantworten? Auch wenn das einfach erscheint, so verlangt es doch eine riesige Menge an Hintergrundwissen. Beachten Sie, dass in dieser Geschichte nicht klar ist, dass die beiden zu einem Kindergeburtstag gehen. Sie gehen nur zu Jack. Es ist nicht klar, warum sie einen Drachen kaufen, denn da steht nichts über Geburtstagsgeschenke und dass der Drachen ein Geburtstagsgeschenk ist. Die Antwort der KI-Forscher darauf baut es in einen Kindergeburtstagsrahmen ein. Dieses Konzept ging davon aus, dass es einen stereotypen Kindergeburtstag gibt. Kind hat Geburtstag, es gibt eine Party, die Leute kommen und bringen Geschenke und so weiter. Und obwohl in der Geschichte nichts von Geschenken steht, wird der Computer das einsetzen. Die Idee war klar. Wir beurteilen die Bedeutung der Worte nach ihrem Zusammenhang. Also geben wir dem Computer den Zusammenhang für alle möglichen Situationen. Ein Kindergeburtstagsrahmen enthält dann all die Dinge, die gewöhnlich auf Kindergeburtstagen passieren.
Aber wieder einmal ging alles nicht ganz so glatt wie erwartet. Ein Problem entstand bei dem Satz, er hat schon einen, er wird ihn dir zurückgeben. Warum sollte er Jane den neuen Drachen zurückgeben und nicht gegen den alten eintauschen? Das ist offenbar in unserer Kultur so üblich, aber wo speichert man diese Information? Sie gehört weder zum Kindergeburtstagsrahmen noch zum Kaufhausrahmen. Es ist sogenanntes allgemeines Hintergrundwissen. It's general background knowledge. The horrible thing, general background knowledge. Das allgemeine Hintergrundwissen erhob sein schreckliches Haupt. Und ich begann zu ahnen, dass alles noch viel schlimmer kommen würde. Die Regel, wenn du schon einen hast, willst du nicht noch einen zweiten, ist ja kein strenges Prinzip. Sie gilt zum Beispiel nicht für Geldscheine, Murmeln oder Kekse. Der Traum, der so schön mit Dame, Schach und Integralen begonnen hatte, über Mikrowelten und Expertensysteme fortgesetzt worden war, bis zur Darstellung von Wissen in Rahmen und Scripts, scheiterte schließlich am Problem des gesunden Menschenverstands. An dem Wissen, das so intuitiv ist, dass wir uns seiner nicht bewusst sind. Jeder weiß, wenn du etwas loslässt, fällt es runter. Man weiß vielleicht nichts über die Schwerkraft, aber es gibt niemanden, mit dem wir reden, der nicht dieselben Dinge über Raum und Zeit und soziale Beziehungen und Geometrie und Sprache und so weiter weiß. Wie groß ist diese gemeinsame Datenbasis? Ich vermute etwa 10 Millionen Einheiten, was immer diese Einheiten sein werden. Das Geheimnis der Intelligenz liegt in diesem Hintergrundwissen. In der enormen Zahl der Dinge, die wir alle kennen, sodass wir kommunizieren können, ohne dieses Wissen überhaupt zu erwähnen. Könnten wir diesen riesigen Wissensschatz Maschinen beibringen? Wir lernen diese Dinge, wenn wir als Kinder aufwachsen. Könnten Maschinen lernen wie Menschen? Die Wissenschaft hatte sich schon lange mit maschinellem Lernen befasst. Aber Computer waren schlechte Schüler, weil sie bei Null anfangen mussten. Doug Leonard von der University of Texas glaubte jedoch nicht, dass es hoffnungslos wäre. Es gab einen Weg, aber einen sehr mühseligen. Man müsste dem Computer Stück für Stück die Millionen Dinge beibringen, die er wissen müsste, um Sprache zu verstehen und selbstständig zu lernen. 1984 gründete Leonard sein Projekt mit dem Namen Psyche, eine Enzyklopädie all der vielen Selbstverständlichkeiten, die in einem Lexikon nicht eigens erwähnt werden. Nehmen wir den Artikel über Abraham Lincoln. Das Lexikon verschweigt die folgenden Dinge. Als Lincoln in Washington war, war auch sein linker Fuß in Washington. Seine Kinder waren immer jünger als er. Sein Name und sein Geburtsdatum änderten sich nicht im Laufe seines Lebens. Nach seinem Tod blieb er tot, auch wenn seine Ideen und sein Ruf weiterleben. Das Psyche-Projekt war die letzte Chance für die künstliche Intelligenz. Wenn es möglich war, einen künstlichen Geist zu bauen, dann war das offenbar der einzige Weg. Leonard wollte die nächsten 10 Jahre seines Lebens in das Projekt investieren. Aber viele Kollegen waren skeptisch. Ließ sich das Wissen über Raum, Zeit und Existenz trennen von der Körperlichkeit des Menschen und seiner sinnlichen Erfahrung der Welt? Ist nicht ein menschlicher Körper nötig, um das allgemein menschliche Hintergrundwissen zu besitzen? Hubert Dreyfus argumentierte, dass dieses Hintergrundwissen zu einem großen Teil gar nicht aus Tatsachen bestehe, nicht aus Tausenden und nicht aus einer Million. Es gehe vielmehr um Fähigkeiten. Wenn Kinder mit Knete und Bauklötzen spielen, wenn sie mit Sand experimentieren und mit Wasser herumspritzen, dann lernen sie. Nachdem sie tausende konkrete Situationen erfahren haben, können sie einigermaßen sicher Wasser aus einem Glas in ein anderes schütten. Aber das Hintergrundwissen besteht hier nicht aus einer riesigen Bibliothek von Einzelfällen, die alle irgendwo im Gehirn abgespeichert wären. Dreyfus' These, die Schaltungen des Gehirns werden durch die Erfahrungen so eingestimmt, dass eine ähnliche zukünftige Situation wieder ähnliche Handlungen auslöst. Die meisten Menschen erwerben dieses Hintergrundwissen, das sie zum Verstehen der Welt brauchen, indem sie als Kinder das Leben mit ihren Sinnen erfahren. Aber ist das der einzige Weg? Es gibt Menschen, die nie viel von der Welt erfahren haben und die doch Sprache lernen und benutzen können. In Oliver Sacks Sammlung seltsamer neurologischer Fälle, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, geht es auch um die Patientin Madeleine, die blind geboren wurde und ihre Glieder nicht bewegen konnte. Trotz ihrer Behinderung konnte sie die Sprache wie andere Menschen benutzen. Ich lasse mir alles von anderen Leuten vorlesen. In Blindenschrift kann ich kein einziges Wort entziffern. Ich kann mit meinen Händen überhaupt nichts anfangen. Sie sind völlig nutzlos.
Trotz ihrer Behinderung konnte Madeleine die Bedeutung der Worte erfahren, weil sie über ein Organ verfügte, das erheblich komplexer ist als ein Computer, das Gehirn. Vielleicht war ja die Grundannahme der KI falsch. Vielleicht musste man, um einen künstlichen Geist zu konstruieren, doch zunächst ein künstliches Gehirn nach dem Vorbild der Natur schaffen. Das menschliche Gehirn besteht aus Milliarden von Neuronen, die auf tausenderlei Art miteinander verknüpft sind. Im Gehirn gibt es keine Software. Sinneserfahrungen werden als Muster neuronaler Entladungen erinnert. Obwohl das Gehirn schrecklich komplex ist, gab es schon in den 50er Jahren Wissenschaftler, die gehirnähnliche Versuchsmaschinen bauen wollten. Sie sollten imitieren, wie das menschliche Neuronennetz lernt. Im Gehirn ist es die Stärke der Verbindungen zwischen den Neuronen, die Erinnerungen festhält. Eine Sinneserfahrung verstärkt diese Verbindungen. So wird das Muster gespeichert. Andere Erfahrungen erzeugen andere Muster. In den 50er und 60er Jahren baute Wilfred Taylor einige der Perzeptron genannten Apparate wie diesen hier. Dieses Perzeptron soll den Unterschied zwischen Männern und Frauen erkennen. Wir alle können das mühelos, aber kaum jemand kann erklären, wie. Um einem Computer das explizit beizubringen, müsste man viele komplizierte Regeln über Gesichter entwickeln. Aber dem Perzeptron wurden einfach viele Beispiele gezeigt, auch einige mit ungewöhnlichen Frisuren. Beim Beatle George Harrison dauerte es etwas länger. Ebenso bei einem Richter mit Perücke. Nachdem das Perzeptron an vielen Beispielen trainiert worden ist, werden ihm neue Gesichter präsentiert, die es noch nie gesehen hat. Und tatsächlich kann es Männer von Frauen unterscheiden. Es hat gelernt. Dieser vielversprechende Ansatz verlief allerdings im Sand. Erst in den späten 70er Jahren, als die KI-Probleme unüberwindbar erschienen, wurde er wiederbelebt. Die modernen Perzeptrons heißen neuronale Netze und werden konstruiert von den Mitgliedern einer wachsenden Bewegung, den sogenannten Konnektionisten. Neuronale Netze modellieren das Gehirn, nicht den Geist. Sie sind kleine Lernmaschinen. Aber wie viel kann ein solches Netz tatsächlich lernen? Dieses Fahrzeug wird von einem neuronalen Netz gesteuert. Das Netz ist nicht programmiert worden. Es hat selber gelernt, das Fahrzeug auf der Straße zu halten, indem es einem menschlichen Fahrer sozusagen zugeschaut hat. Jetzt hat das Netz selber das Steuer übernommen. Es hat gelernt, sich am Straßenrand und am weißen Mittelstreifen zu orientieren. Selbst wenn das Bild etwa durch einen Schatten gestört ist, kommt das Netzwerk zurecht. Aber auch wenn die Idee sehr überzeugend klingt, die tatsächlichen Fähigkeiten neuronaler Netze sind noch sehr weit vom Alltagswissen entfernt. Dieses Netz zum Beispiel muss bei Regen neu trainiert werden. Die Welten der Netze sind so klein wie die Mikrowelten der KI. Und sie haben ein Problem, das konventionelle Software nicht hat. Die Forscher wissen nicht, wie die Netze lernen. Vielleicht lernt das Netz ja etwas ganz anderes, als die Forscher denken. Bei den frühen neuronalen Netzen gab es da einige Überraschungen. They took a lot of pictures of tanks, more or less hidden behind trees, and trees without any tanks behind. Man hat eine Menge Bilder von Panzern gemacht, die mehr oder weniger hinter Bäumen versteckt waren, und von Bäumen ohne Panzer dahinter, und brachte einem neuronalen Netz bei, zwischen diesen beiden Sorten von Bildern zu unterscheiden. Es arbeitete wunderbar. Nachdem sie es mit diesen Bildern trainiert hatten, wollten sie natürlich wissen, ob es neue, unbekannte Bilder erkennen konnte. Zuerst gaben sie ihm Bilder aus dem ersten Satz, die es noch nicht kannte, und es klappte. Aber dann haben sie neue Bilder aufgenommen, und das Netz hat vollständig versagt. Und die Lösung war, dass alle Bilder mit Panzern an einem sonnigen Tag aufgenommen worden waren und die Bilder ohne Panzer an einem bewölkten Tag. Das Netz hatte lediglich gelernt, Bäume bei sonnigem und bedecktem Wetter zu unterscheiden. Die Aussicht, dass die winzigen neuronalen Netze einmal etwas so Kompliziertes wie unser Hintergrundwissen erfassen können, ist eine sehr langfristige. Das geben auch die Konnektionisten zu. Immerhin ist es ihnen gelungen, einem Netzwerk beizubringen, geschriebene Wörter auszusprechen. Das Netz heißt NetTalk. Wir hören zuerst, wie das Netzwerk am Anfang klingt. Das sind noch keine Worte, sondern nur Versuche, die immer besser werden. Das Netzwerk nimmt die Buchstaben, hier den Begriff Grandmother's House, Großmutters Haus, und macht einen zufälligen Versuch, sie auszusprechen. Grandmother's House. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Klang wird zurück durch das Netzwerk geschickt.
grandmother's house. Die Stärke der Verbindungen passt sich entsprechend an. Stück für Stück lernt das Netz, die Buchstaben richtig auszusprechen. Nach einer Nacht klingt das Ganze schon viel besser. Grandmother's house. I like to go to my grandmother's house. Aber NetPork assoziiert nur. Verstehen tut es noch weniger von der Sprache als das ELIZA-Programm. Die Konnexionisten haben ihren Netzen beigebracht, einige der Aktivitäten des Gehirns zu imitieren, etwa das Erkennen von Mustern. Aber die heutigen neuronalen Netze sind noch sehr klein und beschränkt. Versuche, größere Netze zu bauen, scheitern bisher an der explodierenden Trainingszeit. Das Gehirn mit seinen 10 Milliarden Neuronen hat es geschafft, dieses Lernproblem zu lösen. Solange wir das nicht verstehen, werden wir keine künstliche Version davon bauen können. Zwar ist die KI bisher vor allem eine Geschichte von faszinierenden Fehlschlägen, aber sie hat eine Menge praktischer Anwendungen hinterlassen. Sie hat Schachprogramme geliefert, die nur an den allerbesten Spielern scheitern. Sie hat uns Expertensysteme beschert, die in begrenzten Bereichen die Erwartungen erfüllt haben. United Airlines Flight 3 leaves New York. In Krankenhäusern tragen Roboter schon Tabletts über die Gänge. Es gibt Computer, die Blinden Bücher vorlesen. Und sogar in begrenztem Umfang aus dem Japanischen übersetzen. Aber diese Anwendungen, die unter dem Etikett künstliche Intelligenz laufen, haben wenig mit der ursprünglichen Vision einer umfassenden Intelligenz zu tun. Keiner von ihnen würde den Test bestehen, den Alan Turing 1950 vorgeschlagen hat. Keine spricht so gut, dass sie uns vortäuschen könnte, ein Mensch zu sein. Turings Prognose, noch vor der Jahrhundertwende würde eine Maschine seinen Test bestehen, scheint sich nicht zu erfüllen. Aber da ist noch das Psyche-Projekt, das seit 1984 läuft. Trotz aller Skepsis liegt Psyche im Zeitplan. Es läuft nach 6 Jahren sogar besser als erwartet. Doug Leonard gab seinem Projekt am Anfang eine Erfolgschance von 10%. Heute ist er optimistischer. Leonard und sein Team versuchen, die Welt Stück für Stück in Formeln zu fassen. Sie wollen einen Geist bauen, der genug weiß, um natürliche Sprache zu verstehen und zu lernen. Psyche hat schon einigen Erfolg gehabt im Umgang mit mehrdeutigen Sätzen. Es ist eine Sisyphus-Arbeit. Jeder Begriff muss auf seine schillernde Bedeutung abgeklappt werden. Der Computer muss wissen, was wir alles assoziieren, wenn wir ein Wort hören. Selbst unsere Vorurteile muss er kennen. Auch wenn Psyche auf Computern läuft, so besitzt es doch keinen Körper. Es ist nur Software, ein reiner Geist. Was macht eine körperlose Einheit mit all dem Wissen, das sie über eine Welt erhält, die sie nie direkt erfahren hat? Nachts, wenn der Rest des Teams schläft, sucht Psyche nach Unstimmigkeiten in seinem Datensatz und bringt neue Aussagen über die Welt hervor. Morgens kommen wir dann herein und sehen, was für Widersprüchlichkeiten es gefunden und was für neue Entdeckungen es gemacht hat. Das hier ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es sagt, dass 2 Länder, die etwa dieselbe Verteilung der Religionen haben, auch etwa in denselben internationalen Organisationen sind. Da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Hier ist noch ein lustiges Beispiel. Es sagt, dass die meisten Menschen prominent sind. Und das liegt daran, dass die meisten Menschen, die wir angegeben haben, außer uns selber, berühmte Personen aus der Geschichte sind. Wer Psyche zuhört, den beschleicht das Gefühl, nicht ein lernendes Kind, sondern einen Außerirdischen mit skurrilen Vorstellungen vor sich zu haben. Was müsste Psyche erreichen, um Skeptiker wie Dreyfus wirklich von seiner Intelligenz zu überzeugen? Wenn das Psyche-Projekt Geschichten der Art verstehen könnte, die ein Vierjähriger versteht, wäre ich sehr beeindruckt. Dann hätte es bewiesen, dass man eine Menge Intelligenz auf völlig körperlose Weise programmieren kann. Aber wenn Psyche scheitert, ist die KI wirklich am Ende. Das ist wirklich das letzte Projekt, das noch irgendeine Hoffnung bietet. Die künstliche Intelligenz ist dann so viele Jahrhunderte tot, wie es dauert, dieses mysteriöse Ding namens Gehirn zu verstehen. Aber wenn es gelingt, dann werden die Folgen atemberaubend sein. The Psyche bet
Das Zeigspiel, auch wenn es sehr riskant ist, kann einen hohen Gewinn bringen. Wenn es gelingt, wird es den Turing-Test bestehen. Es wird die Fähigkeit haben, Dinge zu lernen, die der Menschheit bisher unbekannt sind. Wenn man, wie wir, Psyche als eine Art geistigen Verstärker betrachtet, einen Intelligenzverstärker, dann werden wir in ein paar Jahrzehnten damit Dinge tun können, von denen wir heute noch nicht einmal träumen.